Hallo, meine lieben Freunde der rhythmischen Sportgymnastik. Herzlich willkommen nach dem letzten Absturz hier wieder mal. Hoffen wir mal, dass es jetzt weitergeht. Herzlich willkommen bei der schicken Serie Let's Play Schwarz-Weiß Fallout Nummer 3, Folge Nummer 14. Und wir sind immer noch an diesem blöden Ödland. Überlebenshandbuch und waren jetzt haben uns verstrahlen lassen da oben in der Toilette und müssen jetzt mit unserer Strahlung zurück und jetzt weiß ich, jetzt ist Tag hier, die Sonne steht irgendwo, die Sonne steht am Firmament, weil wir genug geschlafen haben in unserer Hütte da hinten und jetzt können wir endlich, jetzt ist endlich das dämliche Ding wieder offen, das hätte ich, da wäre ich nie drauf gekommen, aber gut, jetzt können wir endlich reingehen, machen wir mal, hoffentlich ohne Absturz. Und Peng, wir sind drin. Ha, und jetzt müssen wir mit der Tante sprechen. Och, sind Sie wetterfühlig? Ja. Oder eher strahlenfühlig? Quatsch, nicht lang. Ich bin so verstrahlt, wie es geht, ohne ein Loch in den Boden zu brennen. Das muss ich nehmen, oder? Das kann ich sehen. Sie glühen ja Wie geradezu. glühen wir Haben Sie denn? jetzt ein bisschen Geduld und versuchen Sie stillzuhalten. Ja. Erzählen Sie mir, wie sich das anfühlt. Dann werde ich Sie sofort verarzten. Oh, Scheiße. Bitte einfach nur untersuchen. So müde. Bitte einfach nur untersuchen und Sie verbinden. haben verdammt viel Glück, wissen Sie Oh. das? In diesem Zustand könnten die meisten Leute nicht mehr stehen und schon gar nicht hierher laufen. Lassen Sie mich noch ein paar Notizen machen. Danach werden wir uns mit meinem hausgemachten Strahlenheilungsgebräu um diese böse Strahlung kümmern. Bisher konnte ich noch keine Tests an Leuten ausführen, die so stark verstrahlt waren. Aber ich bin mir sicher, dass es funktioniert. Aufregend, oder? Ja, ich kann es gar nicht Okay, erwarten. etwas Brahminmilch, ein paar Magneten und vielleicht ein paar fröhliche Gedanken. Nun, Sie leben. Das ist Ha. definitiv gut. Ja, Nur leider gab da es wäre da ich. eine Oh Nebenwirkung, nee. eine klitzekleine Mutation. Sehr schön. Die scheint aber harmlos zu Habe ich sein. jetzt Hier, einen. nehmen Sie ein paar Medikamente gegen Strahlung. Tut mir echt leid, dass ich Ihre DNA durcheinandergebracht habe, wie ein Kätzchen ein Wollknäuel. Habe ich jetzt zwei Köpfe oder wie? Ah, viermal Rad, Wirbel, extra Radregeneration hinzugefügt. Moin, hatten eine Unternehmen. Ihre verkrüppelten Körperteile erholen sich nun von selbst. Na, schau her, wenn sie schaut, das ist doch schick. Was steht da unten? Schließen wir das Kapitel mit der Recherche. Moment, das muss ich erst so kitteln, oder? Ja, jetzt müssen wir mit den Landminen weitermachen, weil das bringt man dann wahrscheinlich auch wieder irgendwas, oder? Aber, und zumindest Punkte, oder? Also ja, machen wir Landminen sind eine der wenigen Gefahren da draußen, von denen man profitieren kann. Wir Ah, schärfen sie siehste? eine, um sie teuer zu verkaufen. Ich Ah. habe Geschichten von einer Geisterstadt gehört, die voller Minen ist. Die Uhuhuhu. Händler nennen den Ort Minefield. Klingt nach dem idealen Ort für Feldstudien. Gehen Sie hin und liefern Sie mir Berichte und bringen Sie mir eine Mine für meine Untersuchungen mit. Ich gehe nach Minefield. Na, das machen wir doch, oder? Keine Sorge, da geht keiner hin, weil es anscheinend eine Geisterstadt ist. Weil es aber keine Geister gibt, können Sie sich auf die Minen konzentrieren. Na, das Ich habe beruhigt gehört, es mich. gibt einen Spielplatz mitten in der Stadt. Wenn man da hingeht, hat man sicher viel zu erzählen. Kartenmarkierung. Zum Spielplatz in Minefield reisen, optional eine Lampe. Sachen fürs Haus sogar. Oh. Kann ich sowas über den Job und den Sinn? Den Sinn des Lebens. Den Sinn meiner Recherche. Nee. Ja, was kriege ich da? Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Na. Was wollen Sie denn wissen? So genau wollte ich es gar nicht. Was machen Ach, ich habe nicht annähernd die Ich Wüstenerfahrung, die wollte Sie wissen, haben. was ich da Wenn ich auch nur die kriege. Hälfte dieser Dinge versuchen würde, gäb's mich nicht mehr. Ja, mich Sie jetzt machen auch wenigstens den bald Eindruck, nimmer. als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Da haben sie aber eine Kinderstimme hier. Anscheinend wissen sie nicht, was sie tun. Das kommt in meine Top 10 der besten Antworten hier. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Da gibt es ja einen Film, oder?
mehr haben wir leider nicht. Es ist nett. Nun, ich dachte, statt nur mit altem Schrott den Karawanen zu helfen, könnte ich meinen brillanten Geist doch für das Wohl aller einsetzen. Geist. Und mit meinem Geist und Ihrer Erfahrung wird dieses Handbuch ein Dutzend mehr Leben retten, als diese habgierigen Kaufleute es jemals tun werden. Nun, ich bin stolz, mit von der Partie zu sein. Weiter so, mein treuer wissenschaftlicher Assistent. Reden wir über... Darf ich jetzt? Ja, gut. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie... explodieren. Ach, war das jetzt ein Witz, oder? Ach so, jetzt muss ich gehen erst, oder? Lüge. Nee, das dürfen wir nicht machen. Ich war noch nicht. Das liegt doch hoffentlich nicht daran, dass es dort spuken soll. Es besteht nicht der geringste Anlass dazu, diesen Ort zu meiden. Na gut. Gespenster gibt es nicht, aber Landminen schon. Die sind realer als real. Landminen. Und genau deshalb müssen wir sie erforschen. Die stehen doch auf der Liste der... Bla, Moment. Jetzt muss ich gehen, oder? Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Feldforschung. Ich behalte sie im Auge. Wie hieß denn die? Lady Di, die gute verstorbene Lady Di, die hat sich doch so für, beziehungsweise gegen Landminen eingesetzt. Speichern, weil sonst wieder abstürzen tut das Spiel. Und jetzt rausgehoppelt. Och. Gleich nochmal speichern. Ja, das stürzt gerne ab, wenn man durch eine Tür geht. Und komischerweise auch, wenn man das Watz benutzt. Komisch, gell? Aber ich kann ohne Watz kann ich gar nicht... Wenn ich einen Cheat hätte, könnte ich ohne Watz spielen. Dann würde es nicht so oft abstürzen. Aber ich darf ja... ich kann ja keinen... Ich würde gern, aber... Aber ich kann keinen Cheat benutzen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Aufgaben. Ödland zum Spielplatz in Mainfield reisen. Kann ich gar nicht. Wo ist der Käse? Oh ne, schau mal. Mainfield. Schrottplatz. Na, da gehen wir jetzt zum Schrottplatz, oder? Aha. Huch. Ah ja. Den haben wir schon geknackt, den Schrottplatz. Da haben wir unseren Dog Meat gefunden. Und da müsste jetzt normalerweise... Kann nicht geknackt werden hier, den Schuss. Achso, ja. Müsste jetzt normalerweise... Kaffeetasse, oh nee. Brauchen wir die? Ja, nimm mit den Scheiß. Da dürfte jetzt normalerweise, ich glaube, wenn man einmal ein Gebiet, hier glaube ich ist es so, wenn man ein Gebiet einmal gesäubert hat, dann bleiben die auch weg, glaube ich, oder? Habe ich jetzt eigentlich noch Strahlenkrankheit? Nee, null. Hoch. Toll. Toll, toll. Speichern habe ich. Speichern. Muss alle 10 Sekunden speichern. Das geht zum Glück schnell. Dann watscheln wir mal dahin, oder? Entschuldige, Moment. Muss kurz was machen hier. Moment, Sekunde. Das ist auch immer sehr schön hier mit diesen kleinen Wind-Dingern hier. Schau. Hoch. Aber leider ist es ein bisschen schwarz-weiß, gell? Also, ja, es heißt ja auch Ödland, ja, schon klar, aber trotzdem, Mainfield, wo ist der Käse? Da, aha. Ja. Oh, Spielplatz in, jetzt wird mir aber garantiert, da kommt schon wer, ach, da hinten. Ein Raider. Einer, na den kann ich doch von hinten mich anschleichen, oder?
und den. Aber dann kommt das Watz wieder. Und dann. Oh, Geist. Ah, nee, das sind mehrere. Mehrere. Oh, weia. Oh, wei, jetzt ist mein Dogmeat gleich wieder tot. Das sehe ich schon. Oh. Dogmeat. Hundi. Ist weg. Oh nee. Ist jetzt echt tot. Entdeckung, Minefield. Wo ist der blöde Köter? Ah nee, jetzt kann ich nochmal laden. Nee, komm. Eine. Oh, da ist Strahlen. Ach so, aber ich bin ja jetzt gegen Strahlenkrankheit gerüstet, oder? Würde mich ja mal interessieren. Oh. Gut, da hinten latschen die Dummies rum. Und, ist der Hund noch da? Das sind da die Häuser, oder? Kommt jetzt ein Gegner? Nein. Oh. Schicke Gegend. Ja, ach so, und da sind jetzt gleich Landen. Oh, warte einen Moment, das muss ich mal lesen. Ihr sollt über den dort liegenden Spielplatz normal spazieren. Geht zum besagten Ort, Markierung, und lauft vorsichtig über die minenverseuchte Straße. Links vom Weg ist der Spielplatz. Achtung, Scharfschütze und explodierende Auto. Um eine Landmine müsst ihr einen Sprengstoff-Skill von 20. Geht in die Hocke, tastet euch vorsichtig an eine. Oh weh. Ach, da sehe ich ja schon was. Warte. Speichern. Ist es da schon eine Mine? Sind wir jetzt schon da? Wo bin ich? Schrottplatz. In die Hocke. Das ist eine Landmine, oder? Ist das eine Landmine? Huch, ach komm, jetzt erschrecke ich gleich. Tastet euch vorsichtig voran. Ist das eine Landmine? Nee. Wo sind denn die Dreckslandminen? Geht in die Hocke, tastet euch vorsichtig voran. Da, oh, warte, Moment. Da liegt das. Das ist eine Landmine. Mine, tastet euch vorsichtig voran. Und dann, Moment, müsst ihr entsprechend, geht in die Hocke, tastet euch vorne eine Mine ran. Orange Scheibe auf der, und haltet euer Fadenkreuz genau auf die Mine. Eine Aktivierung. Das ist doch. Oh ne. Und jetzt, da ist noch eine. Jetzt warte. Ah, da schießt einer. Das sehe ich schon. Ha? Hä? Habe ich die jetzt? Nehmen. Ha! Huh. Au, weia. Peng. Habe ich jetzt eine Landmine? Huch, was macht der Dog mit? Habe ich jetzt eine? Zum Schüler zum Einfeld ein. Was? Da bin ich jetzt noch nicht mal oder wie? Landmine, sehe ich den? Gegenstände? Landmine? Splittermine? Ach komm. Und nu? Oh, sie geht. Da schießt doch wieder einer oder was? Wieso geht sie schon wieder so komisch? Na, ich glaube, wir müssen. Jetzt warte, jetzt schaue ich mal, wo der blöde Spielplatz. Wo soll denn der Spielplatz sein?
Da schießt einer. Ach, geh. Ja, gut. Laden. Oh, nee. Hä? Habe ich den Käse jetzt schon entdeckt? Jetzt gehe ich mal hier rum. Entdeckt Minefield, aha. Gut, jetzt habe ich es entdeckt. Und jetzt speichere ich nochmal. Warte. Aufgaben. Zum Spielplatz in Minefield reisen bin ich doch schon. Oh nein. Wo ist denn der Drecksspielplatz? Was ist denn das? Gibt's ins Haus und was soll ich da? Wo ist denn der Spielplatz? Ah, da, jetzt warte mal, da muss ich hin. Und das Ding ist da, direkt vor mir. Oh weh. Ah, da sehe ich schon wieder Minen. Da muss ich halb rechts. Ich muss erst zu dem Spielplatz, oder? Ohne auf eine Landmine. Da ist der Spielplatz. Muss ich. Schießt da schon wieder ein. Da macht es überall Peng. Oh! So, die Autobombe. Erfüllt! Oh! Erfüllt! Ich hab's erfüllt. Ah, nee, da schießt er schon wieder. Oh. Ah, komm. Komm. Peng. Jetzt speichere ich aber mal schnell, oder? Weil ich noch lebe. Oh. Vorsicht. Ja. Toll. Ah, jetzt speichern wir aber mal, oder? Neuer Spielstand. Und jetzt? Da schießt einer. Wer schießt denn da? Ah! Vorsicht! Wer schießt denn da? Vorsicht, Schütze! Wo ist denn der? Irgendwo schießt einer. Aber jetzt muss ich der noch eine Landmine bringen, oder? Oh, oh weia. Jetzt speichern wir nochmal und jetzt schauen wir mal, ob wir eine Landmine kriegen. Vorsicht, das sind Minen, oder? Das schießt. Sind das Minen? Oder ist es nur die Fahrbahnmarkierung? Wer schießt denn da? Das hört sich doch an. Jetzt finde ich keine Mine mehr, oder wie? Da sind Minen. Jetzt pass obacht. Nochmal speichern. Da sind Minen. Und dann müsste ein Sprengstoff-Dings von 20 haben. Habe ich den? Special-Fertigkeiten. Sprengstoff 25 habe ich doch. Jetzt pass auf, warte. Eine Mine ran und genau auf die Mine läuft alles wieder. Eine kurze Woche eine Aktivierung. Es kann einige andere brauchen. Von ungefähr 20. Eine Mine im Gepäck. Oh nee, nicht, dass der Hund jetzt reinlatscht. Ach geh. Jetzt warte, ich probiere nur noch mal aus. Ha? Ich habe eine, oder? Aber jetzt bin ich zwar verkrüppelt.
Aber ich habe eine, oder? Habe ich jetzt eine? Gegenstände, wo sehe ich denn die Kronkorkenmine? Splittermine 9, ist es das? Splittermine? Ist es die, oder? Landmine? Hilfe, sonstige. Gut schon. Luftgewehr. Das wird die wohl sein, oder? Tun wir nochmal speichern. Speichi. Warte, war da nicht noch ein? Ich probiere es noch einmal. Aber es hat doch Klingen gemacht, oder? Gehe ich nochmal zu dir. Oh nee, das war nix gut. Ist da noch eine? Zum Neuer zurückkehren. Da schießt doch einer. Ein Idiot. Optional eine Landmine bringen. Wer schießt denn da? Jetzt gehe ich nochmal zu einer Landmine hin. Steht mich halt da. Ach, der da. Ah, nee. Jetzt klingelt das Telefon, das war klar. Oh, oh nee. Jetzt klingelt das Telefon, tut mir leid. Der schießt da hinten. Ist da hinten nicht noch eine Landmine? Die Da sind überall noch Landminen. Wo ist denn da noch eine Landmine? Vorsicht! Wo ist die Drecks? Landmine? Ich sehe keine. Da! Ah, da bei dem Postkasten. Warte. Oder? Ah, das habe ich. Die habe ich, oder? Speichern. War das jetzt gespeichert? Ja. Jetzt habe ich die, oder? Ah, nee. Da war noch eine. Warte, Moment. Laden wir das nochmal. Und jetzt reisen wir zurück. Ah. Mal schauen, ob das jetzt hinhaut. Weltkarte. Megaton? Och, bin ich ja gespannt. Was gibt's? Was gibt's? Entschuldigung. Speichern. Ah, jetzt komme ich wieder nicht rein. Ach, geh. Zum Moira zurückkehren. Und jetzt müssen wir erst wieder warten. Na, nee. Wird mir das Spiel wieder abstürzen. Ha! Nur mal schlafen. P. Oh, weia, 8 pm. Da müssen wir bis 12, 13, 14, 15 Stunden. Oder? Ho, ho, ho. Dabei kann ich Kaffee trinken.
Witzig. Ah, die sind... Was? Sie sind nicht mehr gut ausgeruht? Wieso? Das Spiel ist... das Spiel ist... gut, ich sage jetzt lieber nicht, was das Spiel ist. Dieses Spiel erschreiben. Das Spiel ist... ja, gut. Das Spiel ist... Punkt, Punkt, Punkt. Setze bitte hierfür einen Begriff deiner Wahl ein, der das Spiel möglichst gut beschreibt. Aber jetzt gehen wir da rein, oder? Haben wir gespeichert? Ich muss alle 2 Meter speichern. Und jetzt können wir da reingehen. Na, hoppla. Wenn man reingeht, also gleich weiterlaufen, dann geht es vielleicht auch besser. Sprechen. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Ja, toll. Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Oh nee, quatsch mich voll hier. Explodieren. Na, was läuft denn so? Entschuldige, ich muss schauen, im 2. Kapitel hier Lösung. Und sogar ein Geschenk mitgebracht, genau. Meine eigene Landmine. Bitte wieder entfernt. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Na, das so schaust ja, du aus, ja. Seit ich Sie auf diesen Auftrag angesetzt habe. Nun erzählen Sie schon. Wie fühlt man sich, wenn man durch ein Minenfeld spaziert? Du kannst Fragen stellen. Und wie ist es, eine Landmine zu entschärfen? Die Stadt ist eine Falle. Da war ein Heckenschütze, der nur auf mich wartete. Genau, oder? Dann ist das also doch keine echte Geisterstadt. Gut, dass Sie trotz dieser Gefahr ruhig geblieben sind. Ein tolles Vorbild für das Buch. Ich weiß, Sie haben für den Moment genug Sprengstoff gesehen, aber offensichtlich kennen Sie sich aus. Hier, nehmen Sie etwas für den Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Gerät, das schreckliche Dinge anrichtet. Aber es ist ganz einfach, so etwas selbst zu bauen. Was habe ich jetzt? Splittergranate. Diagramm, Kronkorkmine, Notiz hingekommen. Erfüllt, 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 erfüllt. Ja, genau, das müssen wir jetzt nehmen. Ja, und Sie haben tolle Arbeit geleistet. Ja, ich muss nur noch einen Abschnitt darüber einfügen, wie man Ratten kocht. Und das Kapitel ist fertig. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stimpaks gesammelt. Sie werden sie eventuell brauchen. Na, das kannst du aber singen, Tante. Hier ist 2 Kapitel liegen noch vor. Ja, weiter. Das 2. Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig ist. Och Gott. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Meyerlurks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Maulwurfsratten, komm, die kriege ich doch locker weg. Warte, Moment, entschuldige. Moira Braun hat nun genügend Information gesammelt, um den ersten Abschnitt des... Der 2. Abschnitt. Abwehrmittel gefunden, dass sie... Maulwurfratten. Ein dicker Knüppel, der einen Armviechern über den Schild zieht. Auftrag, Abwehrmittel an den Daimler. Ja, das machen wir. Abwehr-Maulwurfsratten. Maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. Ja, das mache ich doch. Es geht kinderleicht. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen Applikator. Sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Abwehrmittelsick hinzugefügt. An deinem Alter. An 7 weiteren. Da, und jetzt kann ich wieder abhauen, oder? Ich muss jetzt gehen. Sterben Sie mir nicht! Ja! Hohoho! Lalalala! Level. Level 5. Gott, das ist hier wieder arg laut im Kopfhörer.
Oh Gott, ich werde jetzt natürlich das Falsche nehmen. Pass auf, 16 Fertigkeits... Punkte zu zahlen. Oh, war ja. Falschen, ja, nee, das brauchen wir nicht. Große Waffen haben wir noch keine, Energiewaffen auch nicht. Sprengstoff. Nee, warte, entschuldige. Sprengstoff. Naja, da haben wir schon 25. Dietrich, glaube ich, ist gut, gell? Warte mal. Da haben wir auch schon was reparieren. Wissenschaft. Au! Oh. Keine Waffen. Keine Waffen ist auch gut. Naja, Sprache. Waffenlos. Fast. Ich denke, Dietrich, oder? Müssen wir mal ein bisschen nehmen, oder? Türen und Behälter. Ja, das ist gut. Und Wissenschaft ist aber auch gut, oder? was habe ich mal notiert? Wissenschaft braucht man mindestens 25 und Dietrich auch noch. Also Wissenschaft mindestens 25 und Dietrich braucht man auch noch. Oh weia. Ha! 25. Das ist doch bestimmt 25 so ein Punkt, da können wir schon die nächste Stufe, glaube ich, oder? Entschuldigung. Die nächste Stufe von Schlössern und die nächste Stufe von Terminals hacken, glaube ich, oder? Und Wissenschaft. Was ist nochmal Wissenschaft noch genau? Wissenschaft ist in erster Linie dazu Terminals. Naja, machen wir das mal, oder? Obwohl, naja, aber wurscht. Lassen wir es mal. Ist ja eh egal. Es ist sowieso falsch. Ich mache sowieso das Falsche. Ich höre dich schon, wie du jetzt aufschreist. Nein, nimm Sprengstoff. Ja, was war irgendwas. Ich nehme das Falsche, aber ist wurscht. Weiter. Oh. Mit den. Aha. Jetzt können wir einen extra wählen. Hoch. Ja, die brauchen nicht Elektro. Sie halten 5 Werte in Wissenschaft. Können Sie die beliebigen Session? Was soll denn das jetzt genau heißen? Einen einzelnen Punkt hinzufügen. Das verstehe ich nicht. Oh ja. Oh, schwarze Witwe. Oh, Waffenfreak. Wo bin ich? Was habe ich denn da? Ränge 1. Ränge 3. Hä? Ränge 10. Oh. Eisenfass. Jedem weiteren Raum 5 weitere Punkte erneuern. Gebildet. Ah! Die, mit dem extra gebildet erhalten Sie bei jeder Erhöhung Ihres Levels 3 weitere Fertigkeitspunkte. Dieses extra sollte am besten möglichst früh verwendet werden, um so effektiv wie möglich. Na, dann müssen wir gebildet nehmen, oder? Kinder, ne. Oh, das klingt aber auch schick. Gelesenen Fertigkeitsbuch ein. Oh. Windhund. Warte mal. 3 weitere. Dieses extra sollte am besten möglichst früh verwendet werden. Das Level ist 3 weitere Fertigkeitspunkte. Sind das jetzt hier die Fertigkeitspunkte oder wie? Na, nehmen wir das. Komm, ist doch scheißegal. Wie nehme ich das mit A, oder? Gebildet. Gut, fertig. Oh, naja. Jetzt müssen wir wieder speichern. Und hier ist die Waffenwerkbank, oder? Aktivieren, Waffenwerkbank. Kronkorkenmine. Sie besitzt, ach Gott.
Okay. Keine. Speichern. Ist ja wurscht jetzt darüber. Ja. Gut, Moment, kurze Bedenkzeit, kurze Meditationsphase. Ich schaue nur noch mal, also schauen wir in meine Lösung. Moment. Und dann schauen wir noch, also ich muss jetzt Maulwurfsratten. Das Abwehrmittel, habe ich das jetzt schon, das Abwehrmittel oder an drei Maulwurfsratten ausprobieren? Weltkarte. Aha. Lauwarme Abwasserrohre. Nee. Oh, da kann ich gar nicht hinreisen. Da auch nicht. Super duper Scheibengleister, da kann ich. Da muss ich hin, gell? Und was liegt da am nächsten? Der Super Duper Mart. Reisen. Ach nee. Also raus aus dem Haus. Ha. Gut, aber hier kann ich reisen, oder? Ah nee, ich drücke immer das Falsche. Gehen wir mal zum Super Duper Markt. Getötete Leute. Och. Huch. Da werden wir jetzt gleich ein paar noch dazu kriegen. Was sind denn da? Grüne Leute in der Gegend. Ich würde ja jetzt gerne noch mal reinschauen, weil jetzt habe ich ja den Dietrich, oder? Da könnte man noch ein paar Kisten aufsperren. Aber das mache ich dann offline. Oder? Ich will jetzt mal wissen, ob ich dieses Ding da habe. Mit dem ich die Dinger erlegen kann oder soll. Oder wie habe ich denn das? Wo ist denn das? Diese chemische Keule, muss ich die erst auswählen? Oder wie? Erklär mir das mal. Gegenstände, Waffen. Waffen, Abwehr, ach, den muss ich erst auswählen. Abwehrmittelstick, oder? Den muss ich erst auswählen. Aha, auf einen Hotkey legen, nämlich auf den da, oder? Aha. Ja, oh. Kann man den auch bei anderen verwenden? Warte mal. Abwehrmittel 6, Schaden 4. Naja. Bin ich ja mal gespannt. Also ich muss Maulwurfsratten mit dem Ding umnieten, oder wie? Oh. Speichern. Ja, gut. Also, dann können wir uns jetzt mal langsam, aber sicher, und das hilft, das kann, was macht denn das Ding? Och, holla, wirkt das auch bei anderen? Na, wir werden es gleich wissen. Und jetzt muss ich da hinwatscheln, und da sind aber, jetzt muss ich die lauwarmen Abwasserrohre finden. Huch, was ist denn das? Karte. Oh weia, jetzt muss ich da wieder einen Fluss drüber. Irgend ist da ein Fluss. Oh. Weia. Aber jetzt habe ich ja Strahlendings da, oder? Huch, da. Was scheppert denn da immer so? Erklären wir das mal. Da kommt schon einer. Huch, da hinten. Sind böse Leute. Oh, weiter auch. Oh. Au. Oh. Da müssen wir jetzt irgendwie darüber, oder? Ohne dass wir den Idioten. Wie soll ich denn da hinkommen? Ohne dass wir den. Kann ich jetzt durchs Wasser gehen? Oh, weia. Huch! Huch! Die schwimmt. Metro Station. Irgendwas. Huch! Fahrer.
Farragut, West of Way. Oh, weil jetzt kann ich mich 3 Jahre da hinarbeiten, das weiß ich. Und hoffentlich ohne Gegner, da sind schon welche. Jetzt muss ich aber wieder den Knüppel nehmen, der geht gar nicht. Ah, da schießen schon wieder welche, nee. Hauptsache der Dogmeat haut mir nicht wieder ab. Jetzt müssen wir uns da irgendwie durcharbeiten. Au, da schießt er wieder. Jemand. Au, weia. Da sind aber bestimmt viele böse. Wo bin ich überhaupt? Au, laubarme Abwasserrohre. Au, weia, hier ist es bestimmt gefährlich. Ach, ach nee. Dog mit. Ah ne, da schießt dauernd. Oh! Ach du Kacke! Da komme ich ja im Leben nicht durch. Was macht denn der? Da komme ich ja im Leben nicht hin zu den lauwarmen Abwasserrohren. Da komme ich nicht durch. Das sehe ich. Das weiß ich. Schau mal, da komme ich gar nicht durch. Ach, geh. Au, weia. Au, da sind schon wieder böse. Noch einer. Oh, der hat eine MG. Das hast du mich wirklich zahmig. Ah, Dogwin ist tot. Toll. Ach, geh. Ah, scheiße. Ja, wie gesagt, das Spiel kann sich hier ein bisschen zögern. Jetzt gehen wir mal da links rum, oder? Daten. Huch, da muss ich wieder durch den Käse schwimmen. Naja, wurscht. Aber da, das ist eine blöde Stadt, da komme ich nicht durch. Das heißt, da komme ich bestimmt auch nicht durch. Dass mir der Dogbeat dauernd verreckt. Das war doch im anderen Spiel, da konnte ich ihm wenigstens noch ein Stimpack geben. Oh, weh, weh. Stimpack geben. Oh, da sind aber auch wieder 1000 Gegner. Oh, weia, das sehe ich schon wieder. Oh, oh. Au, da ist schon einer. Ach, eine Riesenameise. Huch. 18 Punkte. Wo ist denn der Dog mit? Hm? Kommt die nächste oder wie? Ah, da kommt die nächste. Jetzt tun wir die schnell. Speichern. Hauen wir mal da einen drüber. Kredit. Oh. Ah. 3 Punkte. Hä? Feuerameisen. Die hat gar nichts. Ja, das ist doch Käse.
davor arbeiten. Da, da komme ich wieder, ist der Dog mit? Ja. Da komme ich wieder nicht durch. Ach ja, jetzt kommt das Berühmte, dass man hier nirgends durchkommt, oder? Kann ich da nicht raufspringen? Ach, okay. Also, jetzt kommt die berühmte Tatsache, dass man hier... ich höre schon wieder was. Feuerameise. Wie soll ich da jetzt durchkommen, Mensch? Kacke, wie soll ich denn da hinkommen? Reisen kann ich nicht. Lauber mir auch was. Komme ich da rüber? Komme ich da nicht? Da komme ich nicht durch. Schau, was soll denn der Käse? Oh, da ist schon wieder jemand. Nee. Und ich komme aber nirgends. Ach komm! Ach geh, wie soll ich denn da hinkommen? Mein blöder, mein lieber, wo ist denn mein lieber Hund? Oh, ah. Oh nee, da sind gleich zwei. Dogmeat ist tot. Was soll denn der Käse? Komm, ja gut, also wie gesagt, das Spiel kann jetzt 3 Jahre dauern, dass ich 5 Meter weit komme. Aber, Moment, Entschuldigung, muss man auf die Uhr schauen, naja. Da sind, jetzt bin ich hier im Feuerameisengebiet und der Dogmeat wird mir jetzt gleich wieder verrecken, Mensch. Oh nee. Muss da aber irgendwie durch. Dogmeat, der ist schon wieder weg. Kann ich nicht einfach durchlaufen? Feuerarbeiten-Soldat, oh wei. Ist der Dogmeat schon wieder weg? Dogmeat ist tot. Komm. Jetzt mag ich nicht mehr. Ich höre jetzt auf. Ich lösche das Spiel. Nee, kann man nicht. Ja. Das Spiel einfach löschen. Komme ich da durch? Da war ich schon, oder? Nee. Da laufe ich den nächsten Idioten in die Arme. Komm ich nicht da irgendwie hin? Sehr blöde Köter. Jetzt speichere ich mal lieber. Lauwarme Abwasserrohre, das kann mir doch kein Schwein erzählen. Ja. Aha. Da ist eine Brücke. Aha. Ja, die ist gar nicht verzeichnet. Ich will ein anderes Spiel. Köter. Ist jetzt schon wieder tot. Wieso verreckt mir der Köter dauernd? Der hilft mir sowieso irgendwie nichts, oder? Hilft mir der? Wo ist denn der? Dogmeat ist tot. Da ist er. Ah, Landminen, oder wie? Ach, geh. Das sind alles Minen hier, oder? Nee. Hä? Wieso warten? Wie kann ich da warten? Ich wollte. Ach, was will ich denn? Keine Ahnung. Also, da sind Landminen.
Kann ich die jetzt entschärfen oder wie? Nee, ich muss. Kann ich da durchschwimmen? Oder durch. Warte, wenn ich durchgehe, speichern. Kann ich da nicht durchlaufen einfach? Oder latscht der Hund rein oder wie? Oh, Dogmeat ist tot. Kommt jetzt wieder? Nee. Jetzt sind die alle weg. Toll. Ah, da hinten sind schon wieder Ameisen, oder? Nee, was sind denn das für Dinger? Ich muss nach rechts zu den Abwasserkäse. Memorial-Anlage. Hoch. Nee, das ist dahinter irgendwo. Was ist da drin? Jetzt warte. Kann man da reingehen? Oh, weia. Oh. Schicke Sache. Was ist denn hier? Ja. Oh. Ah. Punkte. Huch. Da ist noch einer. Na? Und was mache ich hier? Speichern wir mal. Hahaha. Ha, ha. Was kann man hier machen? Tolles Spiel. Oh. Was kann man da machen? Hab doch gerade was gesehen. Altmetall, oh weia. Da finde ich jetzt immer raus, oder? Kann man da die Terminals benutzen? Oh nee. Na, gehen wir wieder raus, lieber. Weil der Dogmeat knurrt sich hier noch zu Tode. Wo geht's denn da rein? Oh weia. Oh. Nee. Dogmeat ist tot. Ja, gut, war klar. Der Hund ist vielleicht auch ein bisschen blöd, glaube ich, oder? Da gehen wir wieder raus. Naja, hoppla. Wie gesagt, das Spiel kann ich da jetzt nicht hinten rumgehen. Irgendwie. Oh. Hä? Ah, komm, geh rauf hier, Mädel. Ach, komm. Ah, das gibt's doch nicht. Ach, geh. Das Spiel ist scheiße. Ist der blöde Hund noch da? Nein. Ist der schon wieder weg? Glaub's nicht. Ach, da, Mensch. Da sind schon wieder böse Viecher. Ah, jetzt gehen wir darauf. Gibt's nicht irgendwas, was besser hilft als der blöde Hund? Oh. Der ist grün, oder? Ödländer grün. Das kann aber auch eine Falle sein. Schauen wir mal. Hallo. Hallo? Danke, Uch, dass Sie uns nicht angreifen. Aha, gut, das machen wir doch schnell. was wanderst du hier draußen rum? Wir waren auf dem Weg nach Underworld. Aber kamen einfach nicht an den Supermutanten vorbei. Tomb Raider Underworld. Und so suchen wir uns jetzt unsere eigene Bleibe im Ödland.
Was ist Underworld? Underworld ist eine Stadt der Ghule. Es ist der einzige Ort im Ödland, der uns gehört. Die Stadt liegt im Geschichtsmuseum verborgen. Dann gehen Sie. Wir kommen auch ohne Sie klar. Na gut. Huch, schau mal die da oben. Was machen die? Also die. Gut. Ich muss dahin. Na immerhin. Haben wir wieder 5 Meter geschafft. Memorial. Hoch. Speichern. Ja. Wo sind jetzt die Drecks? Entschuldige. Die schönen. Da. Wir sind schon fast da. Und da müssen wir dann mit der chemischen Keule. Oder? Warte, Moment, ich schau bloß mal, was ist denn das? Holla! Oh, Anchorage. Kann man da nichts machen irgendwie? Da ist ein Kran. Schau mal. Sag jetzt nicht, dass sie da bauen. In dem Ödland. Kann man da nichts irgendwie einsammeln? Nee. Jetzt muss ich die Abwasserrohre finden und da brauche ich da jetzt kommen mal was Ratten, oder? Und ich muss 50 Mal was Ratten mit der Keule erlegen, oder? Aufgaben an 3-mal was Ratten und 7-mal was Ratten testen. Ich bin schon fast da. Lauwarme Abwasserrohre. Kann man da rüberspringen? Komm. Das ist jetzt, sag jetzt nicht, dass es das ist. Das ist da drin, oder wie? Lauwarmer Abwasserkanal. Oh Gott. Hund. Da kommt ein Böser. Da kommen viele Böse. Dann gehen wir schnell rein. Da kenne ich nichts. Oh wei, jetzt ist der Speicher. Geil, jetzt gibt mir die chemische Mistding. Okay. Huch. Nicht, dass ich das auf den Hund hau. 8 Punkte. Oh weh. Was macht denn der blöde Hund wieder? Aber wir haben Walrusratte. Schnell einsammeln. Und schnell speichern. Huch. Schnell speichern. Ich bin ja mal gespannt, 205 Spielstände, bald bis die Festplatte voll ist, oder? Hat man da eine Karte? Da schauen wir jetzt noch schnell, gell? Och. Ausgang. Ödland. Schauen wir mal da rein. Da geht's nicht weiter. Kann man da was nehmen? Was rumpelt denn da immer so? Da kann man. Spindel. Leer. Oh, da. Leer. Ach, das ist alles leer. Metallkiste. Metro-Ticket. Ja, aber irgendwo liegt dann noch so ein Schlüssel drin oder so, den man dann braucht. Das kenne ich schon. Den Gag kenne ich. Da geht's wieder raus, gell? Oh, warte, Moment, geht's? Kann man da durch? Öffne die Tür. Oh, weia. Warte mal. Oh, weia. Was ist da hinter der Tür? Oh. Oh, das haut ganz schön hin. Ich glaube, das nehme ich jetzt immer. Da ist eine Blutpaket, Simpack. Sonst liegt hier nichts, oder?
Oh weh, wir müssen langsam wieder. Jetzt ist es eine Stunde gelaufen, das Drecksspiel, ohne dass es abgestürzt ist. Na gut, dann müssen wir jetzt Pause machen, gell? Eine Stunde ist so mein Limit. Speichern. Lauwarmer Leberkäse, habe ich jetzt gelesen. Und da ist ein Terminal. Na gut, hier an dieser Stelle, an diesem schicken Öl, ja, Dingster Tonne, verabschieden sich der äußerst hilfreiche Haha Dogmeat. Der Köter ist doch so nix gut irgendwie, oder? Die schicke Svetlana mit ihrer chemischen Keule und der Dogmeat und ich, der liebe Tom, wir verabschieden uns hier an dieser Stelle von dir mit einem herzlichen Roladrieu und hoffen, du bist auch beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt, ab in die Prärie ins Ödland mit Svetlani und Co. Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns weiter und wenn es dir nicht gefallen hat, dann empfehle uns auch weiter. Und eine Stunde ohne Absturz, das muss gefeiert werden. Okay, schnell Speicher habe ich schon. Speichern und tschüss bis zum nächsten Video.